Hi Leute, heute geht es darum, warum Gesundheit der Normalzustand von deinem Körper ist. Jede Zelle deines Körpers ist auf Gesundheit programmiert. Und heute geht es darum, warum ausgerechnet du krank wirst oder der oder jener, obwohl der sich ja so super gesund ernährt hat, so super gesund verhalten hat, Sport gemacht hat, nicht geraucht hat, nicht getrunken hat. Der Frage wollte ich mich heute mal widmen. Meiner Meinung nach ist jede Zelle deines Körpers, jedes Wesen, jeder Körper ist auf absolute Gesundheit programmiert. Und Gesundheit ist der Normalzustand von deinem Körper. So. Warum wird jemand krank? Der Punkt, warum du krank wirst, ist nicht, weil dir irgendwie ein böser Mann sitzt und er sich irgendjemanden rauspickt und sagt, du kriegst jetzt Krebs und du kriegst jetzt dieses und jenes. Nein. Es gibt in dieser physischen Welt, es gibt hier einfach auf der Welt Ursache und Wirkung. Es gibt ganz banale Gesetze, so die gelten für jeden. So die Schwerkraft, vielleicht habt ihr das schon beobachtet, so ihr nehmt, heutzutage gilt die so im Moment, ihr nehmt einen Stein und er fällt nach unten. Ist auch interessant, das ist jetzt nur so am Rande kleiner Einschub bei der Schwerkraft. Hier, weiß gar nicht mehr, wer es beobachtet hat, der Apfel, der vom Baum fällt, so. Tja, aber wie kommt der Apfel denn da hoch so? Der Baum wächst gegen die Schwerkraft nach oben so und dann fällt ein Apfel nach unten. Genauso, wenn man denkt, hey, Wasser geht immer nach unten, Regen, Schwerkraft, Wasser fällt nach unten. Ja, wie kommt denn das Wasser da hoch, das irgendwo runterfällt? Es verdunstet so, das siehst du nur nicht. Manche Dinge, die passieren im Verborgenen. Also kleiner Einschub am Rande. Aber zurück zur Krankheit. Du investierst jeden Tag 24/7, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, investiert ein normaler Zivilisationsbürger, sag ich jetzt mal, in Krankheit so. Und jetzt denkt ihr vielleicht so, oh, aber zum Beispiel, ich ernähre mich schon vegan so. Vegan ist zum Beispiel nur der Anfang so. Und das ist jetzt nur die Ernährung so. Ernährung ist auch nur der Anfang. Ernährung ist so ein kleiner, winziger Schritt. Ernährung ist einfach eine Grundvoraussetzung dafür, dass dein Körper gesund sein kann. So. In ein Auto tut man zum Beispiel ein gewisses Benzin so. Und wenn man jetzt ein anderes Benzin reintut, dann läuft der Motor halt nicht so toll. So. Und wenn ich jetzt in meinen Körper irgendwie was anderes rein tue, außer die Nahrung, für die er geschaffen ist, dann ist und bleibt es einfach immer ein Hindernis für deinen Körper. Und der arbeitet daran 24/7. So. Zum Beispiel, wenn du eine gekochte Fleischmahlzeit isst, dann braucht die halt nur mal ungefähr 72 Stunden durch dein System. So. Das heißt, ein paar Tage. Eine Fleischmahlzeit so. Das heißt, du investierst jeden Tag mit einer gekochten Mahlzeit, selbst wenn du nur eine Mahlzeit isst, in deine Krankheit so. Und jetzt, das war jetzt nur mal das Essen. Und selbst wenn du dich jetzt zum Beispiel ein paar Jahre von Rohkost ernährst, dann ist es so zum Beispiel hier, wie ihr seht, ich bin jetzt gerade im Dschungel so. Das heißt, ich bekomme den ganzen Tag 24/7 frische Luft so, weil ich draußen schlaf und den ganzen Tag draußen bin so. Das heißt, ich bekomme immer frische Luft. Jetzt frag dich mal, wie viel frische Luft du in dem Büro bekommst. Wie viel frische Luft bekommst du in deiner Wohnung? Hast du immer ein Fenster offen so? Und erst wenn du an dem Punkt kommst, dass du deinem Körper einfach nur das gibst, die Umgebung, die er einfach benötigt, so.
dann hat dein Körper keine andere Wahl, außer gesund zu werden. So. Und es gibt genug Beispiele, zum Beispiel Krebs. Ist ja bei vielen ein sehr heikles Thema, die irgendwie nicht warm wollen, also jetzt, ich möchte hier mit niemandem angreifen, aber Krebs und alle chronischen Krankheiten sind ganz banale, selbsterzeugende Krankheiten. So. Alles, was chronisch ist in deinem Körper entstanden ist, wie Krebs und diese ganzen Dinge, die über Jahre lang, und dein Körper gibt tausende von Anzeichen, dass er nicht rund läuft, die jahrelang in deinem Körper entstehen, die gehen auch wieder, Schritt für Schritt, wenn du einfach wieder natürlich lebst und nicht mehr in deine Krankheit investierst. Wenn du einfach nur dem Körper die normale, natürliche Umgebung gibst, natürliches Essen, so wie jedes Tier auf der Welt sich von Rohkost ernährt, wenn du wieder Rohkost, lebendige Nahrung zu dir nimmst und einfache Nahrung, unverarbeitete Nahrung und artgerechte Nahrung und frische Luft und Bewegung. Bewegung. Ich glaube, wir haben uns vor 50 oder 100 Jahren haben wir uns 100 Mal so viel am Tag vermutlich bewegt. So. Ich merke es hier noch, jetzt die Zeit, wo ich hier im Dschungel lebe. Du läufst einfach viel mehr. Die Leute hier laufen alle viel mehr auf Sri Lanka. Die besorgen sich selber ihr Essen, die holen sich ihre Kokosnüsse vom Baum. Die bewegen sich den ganzen Tag oder sind auf dem Feld und arbeiten oder was weiß ich, gehen zum Brunnen, holen sich Wasser. So. Bei uns gehst du zum Kühlschrank und holst dir eine Flasche Wasser. Wahrscheinlich hast du schon neben deiner Couch stehen. Oder es ist eine Cola und eine Packung Chips. So. Und dann braucht man sich nicht wundern. Ja. Und auch Sportler. Sind nicht jeden Tag in der frischen Luft. Schmieren sich Deos, Shampoos, alle möglichen Giftstoffe auf die Haut, Sonnencremes und so weiter. Und all das hält deinen Körper davon ab, jede Minute zu regenerieren, weil du jede Minute ständig was Neues drauf gibst. So. Und wenn du halt ständig immer nur das falsche Benzin, die falsche Luftzufuhr hast für einen Motor, dann läuft da nichts. Dann wird er nicht richtig verbrannt, so. Auch wenn die Luftzufuhr nicht stimmt, wird nicht richtig verbrannt, so. Wenn da kein Sauerstoff drin ist. Übrigens auch sowas, was wir ausatmen. Atmen die Pflanzen hier ein, so. Wir atmen Sauerstoff aus und die Pflanzen atmen CO2 ein. Das ist einfach nur ein Kreislauf. Der Baum ist die Lunge und wenn du sowas auch mal erkennst, dann fällst du keinen Baum mehr einfach so. Aber der Akku ist jetzt gleich leer und deswegen mache ich Schluss. Und ich hoffe, du fängst an, mehr in deine Gesundheit zu investieren. 24/7 und dann verschwinden die Krankheiten alle allmählich. Alle chronischen Krankheiten, alle Beschwerden, Gelenkschmerzen und so weiter. Egal was. Meiner Meinung nach. Macht's gut, Leute. Ciao.